Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Profic 2. Ja, wir suchen immer noch die Steintafel im Sumpf. Edgar wird niemals losgehen, um die Steintafel zu suchen. Er sagt, sie liegt irgendwo in einem alten Gebäude im Sumpf. Die will ich gerne suchen, die will ich immer noch gerne finden. Und wenn wir hier auf der Map schauen, ich vermute, es kann nur in dem südlichen Bereich da sein, in dem irgendwo dort ein altes Gebäude. Aber hier gibt es noch zwei Schätze vergraben irgendwo. Hier jetzt, wenn wir jetzt nach rechts gehen von unserer Position aus. Warum waren wir da hängen geblieben? Weiß ich nicht, keine Ahnung. So, hier haben wir Central. Und ich höre Sumpfhaie. Die müssten hier irgendwo auf rechts sein. Da sehe ich einen. Ich hoffe, es ist nicht allzu tief hier. Ja, der hat uns jetzt im Visier. Ich erkenne da links noch einen irgendwo. So. Davon sehe ich noch einen. Komm schon. Ich mach die fertig. Komm. Nice. Da sind schon wieder zwei. Ich will jetzt nicht beide anlocken. Ich will nur einen. Und ich sehe da hinten das Kreuz, da muss ich hin. Da sind drei. Drei Sumpfhaie. Alter. Ich dachte ganz kurz, wenn wir gleich vorbei sein mit uns. Aber komm, den kriegen wir auch noch. Dahinter erkenne ich noch einen irgendwo. Komm. Komm. So gut, dann können wir uns das jetzt schnappen hier. Sind wir zum Glück noch nicht drauf gegangen gegen so viele Sumpfhaie. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Spruchrolle, noch eine Spruchrolle. Eine Backkraut. Das war's. Okay, aber wenn wir den Weg hier noch mal weitergehen und gegen die anderen Sumpfhaie hier mal antreten. Da ist einer. Ne, zwei. Das sind zwei. Komm schon. Drei. Ich sehe da drei. So, komm. Ein bisschen weiter nach hinten mit dir. Damit ich den nächsten nicht direkt anlocke. Ich finde das nice, wie stark wir sind. Ich darf jetzt nicht übermütig werden.
glaube, ich sehe da rechts noch einen. Links ist da eine und da rechts noch einer. So, jetzt ist nur die Frage, wo... Ja, das ist auf jeden Fall noch einer. Hier sind sehr viele Sumpfhaie. Den kriegen wir so hin. So, jetzt können wir uns um den da kümmern. Auch jedes Mal 240 Erfahrungspunkte, das finde ich nice. Wie viel haben wir jetzt? Nun 160, also 160.000. So, das war's dann wohl, ne? Keine Sumpfhaie mehr. So, gibt's hier noch mehr? Da ist auf jeden Fall eine Höhle. Oder? Ist das eine Höhle? Nö. Noch mehr von diesen Fliegen. Da sind so ein Pfeil. Ja, komm. So, noch ein bisschen Fleisch. Und den Sumpfhai gönnen wir uns auch noch. Komm her. Das ist dann nur noch diese eine Sumpfgolem, glaube ich. Hier übrig in dem Gebiet. Was hat er mitgenommen? Oder was hatte der gehabt? Loose Schlüssel. Passt zur Kneipe im Banditenlager. Oh, Lou wurde gefressen. Wer ist denn Lou? Und woher will der namenlose Held wissen, dass es zur Kneipe passt? Gut, da vorne liegt was. Und hier Sumpf. Achso, ich dachte, das wäre eine Pflanze. Hier liegt aber sehr viel. So. Was ist denn das? Ich speichere mal hier. Und da ist noch eine Höhle. Nichts zu holen. Gibt's denn in der Höhle? Hier liegt auf jeden Fall einiges rum. Feuerteufel. Komm! Okay, das war sehr knapp. Das war sehr, sehr knapp. Aber den können wir schaffen. Den Feuerteufel. Den hier jetzt eher schlechter als vorhin. Aber hätten wir uns vorher... Komm, wir gönnen uns mal Fleisch. Wir haben so viel Fleisch. Wir sind ja jetzt auch ein bisschen entspannter, sagen wir mal, unterwegs.
dass wir dann da erstmal schön das Fleisch uns gönnen können. Wir haben ja keinen Stress. Und dann speichere ich hier vielleicht lieber. Ah, hier haben wir es. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Einen goldenen Ring, Drachenblut. Nehme ich alles mal mit. Und jetzt will ich mal wissen, was ist das Drachenblut, was ich jetzt eingesammelt habe. Trank der Geschwindigkeit. Drachenblut. Drachenblut. Ich habe keine Ahnung, wofür das ist. Ein Lederbeutel, machen wir auf. Und hier haben wir Krauttabak. Eine Stabkeule. Ich speichere nochmal. So. Komm. Okay, jetzt kommt er von hinten. 300. Da ist nichts zu. Aber der hat nichts. Spruchrolle, Butlerfleisch. Gold. Steinbrecher, Butlerfleisch. Noch ein Dunkelpilz. Warte mal, ich mach mal eine Fackel. Damit ich auch alles hier sehe. Laborwasserflasche. Gold. Noch eine Fackel, immerhin. Oh, noch eine Spruchrolle. Noch ein Dunkelpilz. Hier nochmal ein Butlerfleisch. Okay, nice. Dann haben wir die Höhle jetzt auch abgeschlossen. Da so. Ist nichts zu. Achso, die Fangmaschrecke. Und da oben müsste jetzt eigentlich der Weg sein. Was haben wir hier? Wo das Höhlensystem in Richtung Canyon ist, ne? Ja. Das führt zum Canyon. So, dann ist jetzt aber wirklich die Frage, wo müssen wir genau suchen? In einem alten Gebäude soll die Steintafel sein. Im Sumpf. Ich frag mich nur, in welchem alten Gebäude. Und ja, wo ich genau suchen muss. Hier Feuerwurzel. Ist hier hinter was versteckt? Leider nicht. So, Logan. Was kriege ich für meine Hilfe? Was kriege ich für meine Hilfe? Franco lässt dich hier verschimmeln, wenn du nichts tust. Wenn du ins Lager willst, musst du schon mit anpacken. Nur mit Worten kommst du hier nicht weiter. Außerdem kann ich dir zeigen, wie du die Viecher ausweiden kannst. Aber bild dir ja nicht ein, dass Franco dich direkt ins Lager schickt. Nur weil wir beide hier ein bisschen Spaß mit Sumpfhaien hatten. Es gibt Leute hier draußen, die warten schon eine ganze Weile darauf, reinzukommen. Und der Nächste, der reinkommt, bin ich. Und wehe nicht. Was gibt's denn im Lager? Was gibt's denn im Lager? Die Frage ist doch, was gibt es nicht im Lager?
Es gibt doch keine Sumpfhaie, keine Sumpflöcher, keinen Sumpf halt. Stattdessen haben sie Schnaps und Gold. So viel ich weiß, haben sie da auch eine Frau. Alles klar? Okay, ich komme später. Ich komme später wieder. Die haben da eine Frau. Kann es sein, dass das vielleicht Lucia ist? Ich sehe gar nichts. Tom, warum sitzt du hier rum? Ich habe Ärger am Hals. Momentan ist es gesünder, wenn ich mich nicht mehr im Lager blicken lasse. Was ist los? Ich hatte ziemlich gute Beziehungen zu einigen der Piraten, verstehst du? Hab mich mit den Jungs immer vor ihrem Lager getroffen und gehandelt. Mann, ich hab für das halbe Lager eingekauft. Tom bringt mir dies, Tom bringt mir das. Und dann haut dieser Mistkerl Esteban dazwischen. Was ist passiert? Esteban hat Juan geschickt. Einen von seinen Jungs. Der Mistkerl hat uns aufgelauert. Ich war gerade dabei, mit den Piraten den Deal zu machen. Da kam er aus dem Dunkeln und hat sie mit zwei Schlägen niedergemacht. Mann, der Typ ist schnell. Aber nicht schnell genug. Ich konnte ihm entwischen. Seit dem Überfall versteckst du dich hier. Ich bin zuerst zurück ins Lager und hab Fisk, Huno und den anderen Bescheid gesagt, dass sie ihre Lieferung vergessen können. Und dass Esteban hinter der Sache steckt. Wenn Esteban rausfindet, dass ich den anderen gesagt habe, dass er für die Sache verantwortlich ist, bin ich tot. Deswegen gehe ich nicht zurück ins Lager. Und sonst? Sonst sitze ich hier rum und zähle Steine. Okay. Er zählt Steine. Warte mal, ich speichere mal. Ich weiß nicht, ob ich mich daran bedienen darf. Anscheinend ja. Aber da er hier ein Bett hat, würde ich mich nochmal schlafen legen wollen. Bis zum nächsten Morgen. Jo, jetzt gewittert sie wieder. Es hat doch gerade erst aufgehört. Weidenbeeren, nice. So, okay. Stellt sich mir jetzt nur die Frage, in welchem Gebäude muss ich jetzt eigentlich suchen? Heilpflanze? Für die Steintafel. Auf jeden Fall da hinten gibt es jede Menge Gebäude, sag ich jetzt mal. Und ein Golem. Ach so, das ist eine Abkürzung hier. Okay. Gab es da hinten auch Gebäude? Hatte ich das hier schon gelootet? Das hier hatte ich schon. Ich würde es gerne vermeiden, gegen den Dings da zu kämpfen. Den Sumpfgolem. Erstmal. Hier gibt es noch einen Sumpfhai. Ja, komm. Komm, die mal fertig. Und noch eine Sumpfratte.
Nein, nein, weg, weg, nein. Autsch. Boah, ich hab's überlebt. Wie viele Sumpfgolems gibt's denn da? Boah, war das knapp. Hier. So, kann ich mit Edgar noch mal reden? Verdammt, jetzt habe ich ein kleines Problem, weil ich nicht weiß, wo ich genau suchen darf. Ring der Heiler? Mana-Bonus? Lebensenergie-Bonus? Ring der Eisenhaut, Schutz vor Waffen, Ring der Lebenskraft, Amulett der Flammen, das gibt Stärke-Bonus. Apropos, wie viel Stärke haben wir aktuell? Wir haben 95, die Waffe, die wir haben. Oh, wir könnten den hier nutzen, das ist aber Einhänder. Ich würde dann doch vielleicht lieber erstmal beim Zweihänder bleiben. Warte mal, dann muss ich noch einmal hier ein bisschen Gesundheit auffüllen. Und dann vielleicht nach da oben gehen. Hier, Heilwurzel. Ah, noch ein paar Blutfliegen, nice. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich hier noch ein paar vergessen hätte. Okay, wir waren aber auch nur im Dunkeln unterwegs. Womit denn? Kein Gegenstand dafür. Was brauchen wir dafür? Oh, gleich drei Stück. Ja, komm. Immerhin wieder Stufe aufgestiegen. So, das können wir auf jeden Fall safe speichern. Wie viel haben wir jetzt? 30 Lernpunkte gerade. Okay, Pfeile und Bolzen gibt es hier. Einen Lederbeutel sehe ich da. Was für Minecrawler-Dings? Reptilienhaut? Lauflieder, perfekt. Vielleicht in dem Gebäude? Wer da ist? Kann ja sein, dass ich hier irgendwas vergessen habe, übersehen habe.
Also übersehen haben wir definitiv irgendwo irgendwas. Vielleicht sogar in dem Gebäude haben wir was übersehen. Ist hier jetzt hell? Dann können wir da nochmal hochgehen. Und da schauen. Das sieht aus, als könnte man hier hoch. Also richtig hoch wahrscheinlich nicht. Aber in Welt. Da ist ja noch einer. Jo, der haut direkt drauf los. Nichts zu plündern. Okay, hier bleibt es genauso dunkel wie immer. Komm, für das bisschen gönnen wir uns nochmal Fleisch. Ja, aber echt, wo finde ich jetzt die verdammte Steintafel? Komm, noch ein bisschen. Was haben wir eigentlich hier für Steintafeln? Wir haben hier Lebensenergie und Steintafel der Magie. Haut eines Sumpfheiß. Hammer. Und 5 Stück von denen, alte Steintafeln. Sonst gibt es hier gar nichts. Schwarze Perle. Aus den Gräbern kriege ich ja nichts. Hier ist auch keine Tür versteckt oder sowas. Zumindest für mich nicht erkennbar. Ernsthaft, in welcher Hütte muss ich suchen? So, Franco will eine Steintafel haben, die Edgar ihm bringen sollte. Jetzt soll ich mich darum kümmern. Edgar wird niemals los, um die Steintafel zu suchen. Er sagt, sie liegt irgendwo in einem alten Gebäude im Sumpf. Im Sumpf. Die Betonung liegt in einem Gebäude im Sumpf. Oh, da gibt es immer noch welche. Mehr Gebäude sehe ich hier jetzt nicht. Oh, Feldknöterich. Nice, kriegen wir wieder welche. Zähne eines Sumpfheils? Pfeil. Weidenbogen.
Hier hatten wir eine Höhle. Aber da sind die einzigen Gebäude. Also es muss schon dort sein. Ich glaube, ich bin nur zu doof, es zu finden, ne? Noch eine Drohne? Oh, Heilpflanze. Ich bin echt zu doof, das zu finden. Das kann meiner Meinung nach auch nur hier irgendwo dann sein. So, ich würde noch mal eine Fackel benutzen, um ganz sicher zu gehen, dass ich nichts übersehe. Hochspringen kann ich nicht. Hier ist ein Goldbrocken. Ich check's nicht. Wo soll das sein? In welchem alten Gebäude? Gibt's hier noch einen, den ich übersehen habe? Hier gibt's auf jeden Fall noch ein paar von den Drohnen. Ja, würde ich sagen, hier machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.